Es ist leider so. Zerstört diese scheiß Kraftwerke. Knipst den Gegner den Strom aus. Irgendwie muss ich ihn klein kriegen. Jetzt sag nicht, da ist noch eine Luftabwehr da. Dann kriege ich die Krise. Und ihr lasst euch da oben abschlachten, oder was? Oh. Ich brauche Panzer. Was ballert da eigentlich die ganze Zeit im Hintergrund? Was soll das? Das verwirrt mich total. Mentat, ich brauche Geld. Und währenddessen bombardieren wir mal hier die Windfalle. Zu wenig Geld. Die Energie funktioniert immer noch. Bau hat begonnen. Schön. Start einer Tour. Ja, ist gut. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Zu wenig Geld. Du mit deiner scheiß Todeshand. Der größte Beschiss überhaupt. Ein so overpowered Gegner und dann braucht er noch eine Superwaffe. Was soll der Scheiß? Ehrlich, er braucht keine Superwaffe. Meine Fresse nochmal. Sowas ist bekloppt. Echt. Meine Güte nochmal. Unten haben wir auch noch ein paar Windfallen. Ich probiere mal eine altbewährte. Ja. Natürlich. Natürlich. Gebäude kann platzieren. Bei mir wären die schon längst tot gewesen. Schon längst. Die wären so schnell weg gewesen, so schnell hätten sie gar nicht gucken können. Aber bei der KI natürlich, nein. Ach, kann ich abbrechen, alles klar. Ja, das gerade gekommen ist. Kann ich gleich verkaufen. Hat sich erledigt. Schade. Weil ich wollte dann nämlich eine Kaserne platzieren, Ingenieure bauen und dann sämtliche Gebäude hier unten außer dem Palast besetzen und verkaufen. Damit ich zumindest ein bisschen Geld rankriege, aber... Das ist mir natürlich nicht vergönnt. Warum? Brauche ich doch nicht. Nein. Könnte nur das Spiel wenden. Aber ist ja egal. Nein, brauche ich nicht. Absolut nicht. Das Einzige, was ich brauche, ist eins auf die Fresse. Sieht man ja hier. Meine Güte nochmal. Es ist zum Verzweifeln. Es ist einfach nur zum Verzweifeln. Es ist schon nicht schön. Es ist echt nicht schön. Warum schickt er ständig Kundschafter? Er weiß genau, wo was ist. Genauso wie ich weiß, wo was von ihm ist. Ja, Leute, landet noch. Zu wenig Geld. Ihr fliegt zusammen zurück. Nicht alleine. Ihr baut mir wieder nur Bockmist. Darauf habe ich keine Lust. Das Blöde ist echt, dass sein Gebäude der Palast ist und dass die Harkonnen die Todeshand haben. Das ist echt blöd. So, ich hätte gerne jetzt Geld. Und nicht nur die Botschaft, es wird bald werden zusätzliche Gelder eintreffen. Ja, ja. Danke, genau. Genau darauf habe ich gewartet, dass die zusätzlichen Gelder direkt kommen. Genau das wollten wir sehen. So, und dann bauen wir gleich direkt noch ein paar Sadokar. Die werden wir nämlich auch brauchen.
Sehe ich einfach so. Und währenddessen versuche ich weiter seine Energie auf den Kopf zu stellen. Ich muss seine Energie auf den Kopf stellen. Ich habe keine andere Möglichkeit. Es geht einfach nicht anders. Alter, das irritiert mich sowas von. Ja. Stützpunkt wird angegriffen. Todeshand greift auch noch an. Wunderbar, wunderbar. Das wollen wir sehen. Das wollen wir sehen. Oh, Leute, ihr sollt nicht auf sonst was feuern. Ihr sollt auf diese scheiß Fabrik feuern, ihr Vollidioten. Zu blöd zum Scheißen, ehrlich. Meine Güte, normal. Diese KI ist eine Katastrophe. Ehrlich. Meine Fresse nochmal. Zu blöd, um das richtige Ziel zu bombardieren. Das kann nicht wahr sein. Ehrlich. Wie gesagt, ja, ich habe auch zum Teil selber Schuld. Da habt ihr recht. Da habt ihr absolut recht. Wird ausgebildet. Bau hat begonnen. Oh, Leute. Ach, es macht keinen Spaß. Es macht so keinen Spaß. Ja, ich bin so alle. Ich bin der Allergeilste. Ich kann seine Truppen ohne Probleme weghauen. Natürlich. Meine Güte nochmal. Das ist nicht zu fassen. Mit dem Arsenal und mit unendlich Kohle kann ich auch gewinnen. Damit kann jeder gewinnen. Damit kann auch meine Oma gewinnen. Meine Güte nochmal. Das ist nicht zu fassen, nur ehrlich. Wir müssen seine scheiß Waffenfabrik wegkriegen. Erst dann wird die Produktion von ihm einbrechen. Vorher nicht. Habt ihr mich verstanden? Waffenfabrik. Ja. Fliegt noch weiter rein in die Reichweite des Raketenwerfers, du Vollhorst. Ich kann gleich einen neuen bestellen. Gleich einen neuen. So, ich baue eine Wandlandeplattform, weil ich brauche einen weiteren. Ich brauche 4 davon. Gut, also wir müssen tatsächlich hier auf Luftwaffe setzen. Was anderes funktioniert hier nicht. Leider. Ich wünschte, es würde was anderes funktionieren. Tut es aber leider nicht. Und euch beide mache ich jetzt zu Team 1. So. Gebäude kann platziert werden. Wird aufgebaut. Ja. Bau hat begonnen. Jetzt Abschuss einer Todeshand geortet. Ich kann das auch schon nicht mehr hören. Vor allem, weil ich mich bis heute noch frage, wie dieser blöde Falkenschlag von den Atreides funktioniert. Das habe ich bis heute nicht herausgefunden. Wie der funktionieren soll. Angeblich. So, ich werde das jetzt mal speichern. Let's play. Moment. Let's play Mission. Mann. Missionsintern 2. Aber nicht, weil die Aufnahmezeit abgelaufen ist. Sondern schlicht und einfach aus dem Grunde. Weil ich vielleicht noch was ändern kann. Mal gucken. Spielstand gespeichert. Dankeschön. Bisschen Zeit haben wir ja auch noch. Eieieiei. Der hat jetzt nicht ernsthaft noch Verstärkung gekriegt, ne? Wozu braucht der Verstärkung? Braucht er nicht. So, was ist das? Kampfpanzer. Was ist das? Raketenpanzer. Ich muss sie da reinfliegen lassen. Es tut mir leid, aber es muss leider sein. Ich muss diese Geschütze da wegkriegen. Sonst kann ich nicht da arbeiten. Sehr gut. Zieh dich zurück. Eine kann ich verkaufen wieder. Oh, die Geschütze mussten da weg. Jetzt hat er da nur noch einen Raketenwerfer stehen. Dass ich da nämlich auch an diese Windfallen rankomme. Mich wundert... Warum? Hat er immer noch so viele Kraftwerke, dass er sich das leisten kann? Oder was ist los? Ja, ist klar.
Ja. Ich sag ja, er ist der Allergeilste, er ist der Allermächtigste, er kann alles, er darf alles, er will alles. Zu wenig Geld. Es ist so nervig. Es ist einfach nur noch nervig. Das hat auch nichts mehr mit Strategie zu tun, das ist einfach nur Mist. Ne? Das hat auch nichts damit zu tun, weil ich das dass ich das nicht kann oder was. Das hat auch keiner in die Kommentare geschrieben. So ist es ja nicht. Bloß das Ding ist eben halt, ja, weiß ich nicht, sowas ist spaßmindernd. Du kriegst kein Geld, jedenfalls nicht regelmäßig. Jedenfalls nicht so regelmäßig, wie du es brauchst. So, und dann kommt noch dazu, dass du dich durchschlagen musst gegen haufenweise, gegen eine Übermacht. Ja, ich weiß, ist die Hauptwelt. Ja, das interessiert mich nicht. Das muss nicht sein. Vor allen Dingen nicht, dass er die Superwaffe hat. Das muss nicht sein. Wenn das in der letzten Mission ist, okay. Damit muss man dann leben, weil da ist es klar. Eigentlich. Aber hier, nö. Warum muss das hier sein? Das muss nicht sein. Ja, schön, er hat den Palast. Und das kann man auch ausstellen. Sowas kann man auch ausschalten. Das geht. Und nicht nur rein theoretisch, das geht. Man muss es natürlich andererseits nur wollen, ne? Leute, Nahkampf. Einfach wegmessern. Keine Fragen stellen, wegmessern, fertig ist das Ding. So, zack, zack. So muss es laufen. Keine Kompromisse, auf die Fresse, fertig. So, warum kriegt er eigentlich so viele Truppen? Zerstören jetzt gleich direkt die Kaserne. So. Das Gebäude gleich direkt hinterher. So. Exitus mit Luftunterstützung. Was ist das hier? Fabrik, natürlich. Tötet den! Oh, Alter! Guckt euch das an, was der für Truppen hat! Guckt euch das an, was der für Truppen hat! Das ist sagenhaft, was der an Truppen hat. Wenn ich mal so viele Truppen hätte. Nein, das geht gar nicht. Viel zu viel. Darf er nicht haben. Alter. Ich hätte gerne mal so viele Truppen. Echt. So viele Truppen wie der hat, hätte ich auch gerne. Zerstört zuerst den Panzer da. Das ist leider ein Luftabwehrpanzer. Der kann euch schaden, wenn er will. Dann zerstören wir diese scheiß Fabrik. Die restlichen Windfallen. Oder zumindest hoffe ich, dass es die restlichen Windfallen sind. Und dann hoffe ich, dass ich den Gegner gebrochen habe. Ja, so habe ich ihn nicht gebrochen. Na, auf was bombardiert er jetzt? Er bombardiert auf meine Mauer? Echt? Was soll das denn? Na ja, gut, soll er machen. Ach, guck mal. Das wiederum finde ich klasse. Dass sich die Truppen automatisch austauschen zum Aufladen. Das finde ich gut. Das ist wiederum eine feine Sache. Das ist wiederum Pluspunkt. Muss ich sagen. Das finde ich klasse. So, und dann bauen wir erstmal Panzer. Zerstört diesen fucking Bauhof. Er brennt zwar lichterloh, aber das war's dann auch schon. Doll. Bau hat begonnen. Das war nicht der Sinn und Zweck der Sache. Stützpunkt wird angegriffen. Nee, Leute, ist klar. Dieses blöde Katapult, ne? Natürlich reicht die Reichweite genau aus, um darüber hinwegzukommen.
Ist klar. So. Braucht er nicht mehr. Habe ich so gerade entschieden. Guckt euch das an, was sich da unten für eine rote Schlange durch die Karte zieht. Auch wenn sie langsam sind, aber trotzdem. Guckt euch das an, was das für eine rote Schlange ist. Das ist ein Fluss. Ein Fluss an Truppen. Zieht sich konstant über die ganze Karte. Ja, was heißt über die ganze? Über den gesamten unteren Teil der Karte zieht sich der Strang durch. So, das war der Bauhof. Zu wenig Geld. Melde mich. Melde mich. Ja, ja. Ach, wir haben noch ein bisschen Zeit. Das ist ganz gut. Nicht mehr so viel Zeit. Noch ein paar Minuten, aber ich denke mal, dass wir die Mission noch gut rocken, einigermaßen gut rocken werden. Zu wenig Geld. Ich bin ja vorsichtig. Und je mehr Gebäude er noch übrig hat, desto besser. Ich werde das mal zwischenspeichern. Missionsintern 2. Ich bin ja vorsichtig, wie ihr ja wisst. So. Spielstand gespeichert. Einheit verloren. Zu wenig Geld. Ah, einer von ihnen hat eine Beförderung bekommen. Das freut mich. Leute, ich brauche Geld. Seht zu. Ich muss echt die Sadokar in der Verteidigung einsetzen. Das ist nicht zu fassen. Oder? Ja, Leute. Bald reicht mir nicht. Es muss sofort sein. Ich weiß nicht. Greifen Devastatoren auch Luftziele an? Ich weiß es gar nicht. Zu wenig Geld. Ja, bum, 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 bum. Das meiste dürfte aber Infanterie sein. Ja, das meiste ist auch Infanterie. Ich werde die jetzt mal zur Verteidigung einsetzen. Muss sein. Bau hat begonnen. Ich muss echt sagen, die sind effizienter. Die Hakon-Luftwaffe ist echt effizienter als die der Atreides. Muss ich echt sagen. Der repariert immer noch. Alter. Ich glaube, das Ding wurde vor 2000 Parts wurde das Ding beschädigt. Ja, Todeshand, danke. Na, auf was? Auf meine Panzer? Alter. So, das waren seine Bodentruppen. Ach, mein Bauhof! Super! Bau hat begonnen. Gestoppt. Mein Bauhof hat er so einen Beschlag genommen. Ey, das ist meine Taktik. Benutzt gefälligst eine andere. Reicht nicht. So. Ja, Mädel, ich weiß, dass ich kein Geld habe. Du musst es mir nicht ständig um die Ohren hauen. Da stehen zwei Panzer mit Luftabwehr. Zwei Panzer. Okay. Wir probieren es einfach mal. Auch wenn die leider befördert sind, was schlecht ist. Denn das heißt, dass sie wahrscheinlich eine größere Feuerkraft haben als normal. Das ist ja meistens so, dass befördere Einheiten eine bessere Feuerkraft haben. Oh. Ja, die Devastatoren können sich auch gegen Luftwaffe wehren. Scheiße. Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Ja. Das ist schlecht. Das ist sowas von schlecht. Ah, schön. Toll. Wird ausgebildet. Ich
Ich weiß mir langsam nicht mehr wirklich zu behelfen, muss ich tatsächlich sagen. So leid mir das tut. Jo. Alles klar. Ein dicker, fetter Devastator im Anmarsch. Gar kein Problem, Freunde. Zum Glück ist das Ding langsam. Wir bauen auch gleich einen weiteren Pionier. Den werden wir bestimmt brauchen. Wird ausgebildet. Alter. Nehmt eure Brüder und dann geht's los. Panzer, du sollst nicht tanzen, du sollst sie mitnehmen. So, die können wir verkaufen. Das hat sich erledigt, das Thema. Leider. Aber sie haben trotzdem einiges gerissen. So ehrlich muss ich ja sein. Die haben wirklich einiges erreicht. Wovon meine Bodentruppen nur träumen konnten. Das muss man wirklich anerkennend sagen. Also, ja. So, und auch wenn er klingeln wird. Oder? Nö, ich werde das. Nee, ich werde das gleich beenden. Also, wir haben jetzt noch ein paar Sekunden. Tatsächlich. Aber es freut mich, dass die Aufnahme bisher lupenrein läuft. Das freut mich sehr. Ich werde auch wahrscheinlich danach noch Warlords Battlecry 2 weiter aufnehmen. Ja, ist mal klar. Ja, ist gut. Danke. Ich muss mir noch zum Abschluss noch eine Todesrand reinwirken, ne? Vielen Dank. Und wieder auf meinem Bauhof. Und diesmal werde ich ihn wohl nicht verteidigen können. Toll. Schön. Super, jetzt verliere ich auch noch meinen Bauhof. Super. Ja, ich weiß, die Zeit ist um. Komm schon, Jungs. Licht die Palast in Schutt und Asche. Komm schon, komm schon. Ja! Yes! Der Palast ist im Arsch. Ja! Zum Ende der Session hin. Sehr geil. Im Namen von GED Prime. Denk daran, Versagen bedeutet den Tod. Alter Schwede, war das eine Hammermission. Aber wir haben es geschafft. Ist das geil. Oh. Gut, ich glaube, jetzt kommt noch eine Cutscene. Und danach werde ich noch eine Mission, die Mission noch angehen, die nächste. Und dann ist auch wirklich Schluss. Viel Spaß mit der Cutscene. Die X haben diesen Stuhl genau nach meinen Anweisungen gebaut. Wenn mein Vater das noch erleben könnte, er wäre davon begeistert. Du wirst vorerst nicht sterben, Bruder. Doch wenn der Tag naht, wirst du mich anflehen, sterben zu dürfen. Öllinsen! Schnell! Es ist ein verendeter Wurm. Ein großer. Ich glaube nicht, dass der Ornithopter uns entdeckt hat. Er flieht vor dem Sturm. Es sind die Teilaxo. Ihre Wurmjagdtrupps wurden schon auf dem ganzen Planeten gesichtet. Ich würde gern wissen, was die vorhaben. Die Saduka belagern einen Teilaxo-Stützpunkt als Vergeltungsmaßnahme für die Schändung ihrer Gräber. Der Stützpunkt wird von einer Marschkolonne der Saduka angegriffen. Unsere Feinde unterstützen sie in der Hoffnung, ihre Bande zu den Saduka weiter zu festigen. Vertreter der Teilaxo bitten uns um Unterstützung. Es ist der Wunsch des obersten Befehlshabers, dass du den Teilaxo zu Hilfe eilst, um den Saduka deutlich zu machen, dass man mit unseren Feinden keine Geschäfte macht. Unser Bündnis mit den Saduka ist verloren, wenn sie davon erfahren.
Schmuggler haben eine Reihe unserer Sammler entführt und sind damit in der Wüste verschwunden. Ein Sandkriecher wurde vernichtet und wir verfolgen die Diebe bei ihrem Versuch zu fliehen. Dieses Verbrechen darf nicht ungesühnt bleiben. Finde und eliminiere sie. Vernichte danach unsere Feinde. Lösche sie alle aus. Schmuggler haben einen unserer Sammler gestohlen. Finde ihn und überrede die Schmuggler, ihn zurückzubringen. Setze so viel Kraft ein wie möglich. Danach brennst du den Stützpunkt bis auf die Grundmauern nieder.